Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Liga der Legenden auf meinem wundervollen, wundervollen Kanal. Let's go. Okay, wir bleiben innerhalb dieser 5 Champs, die ich spiele. Und ich picke Ezreal, nehme ich an. Oder nochmal eine Runde Jinx. Können wir noch eine Runde Jinx? Was habe ich zu verlieren? Twitch Prime ist mehr kostenfrei. Muss auch sagen, die Solo-Queue hat Glück, wenn ich nicht so laut sein darf. Wegen meinen Nachbarn. Sonst will ich mir jetzt einen Red Bull reinhauen und komplett überfahren. Also auf Support. Aber ich würde komplett überfahren. So, Leute im Chat. Es ist ein kleines Rätsel. Das Rätsel lösen kann. Ich weiß nicht, was es ist, Chat. Um ehrlich zu sein. Vernehmt. Komm, wir machen ein Web ohne Mapcover. Scheiße, Mapcover. Bisher Skillshot technisch. Nein. Krass. Ich hätte in 1000 Jahren nicht gedacht, dass wir das nicht, dass das nicht winning ist für uns. Ich habe, glaube ich, permanent gehittet. Ich spiele Face. Ich habe in 26 Sekunden habe ich Dieseltempo drin. Ich kriege ein Reset. Und wir sind somehow nur even gegangen. Mit Braum. Ich glaube, den Q-Spell. Okay. Nice Job, sag ich jetzt einfach mal. Grüße gehen vor allem raus an Rell. Holy shit. Der Amount an Misplays, der hier gemacht wurde, ist insane. Aber I like it. Also vor allem, was Rell gemacht hat. Wow. Wisst ihr? Es ist wirklich so ein Wow-Moment. Das war cracked. Also sie läuft einfach rein into Braum und Jinx und wünscht uns dann viel Glück. Dann brauchen wir übrigens richtig gut jetzt, ne? Wenn er schön da oben mit Einwand spielt. Also jetzt, gerade eben, um halt den Yi klein zu halten, bin ich davon ein Riesenfan. Ich hasse, wenn ich Jinx spiele, hasse ich Ashe gegen mich, ne? Ist so nervig, finde ich. Traum könnte auf mir draufstehen. Aber ist vielleicht okay, wenn es nicht tut, tatsächlich. Sie wohl keinen Fight geben hier, oder was? Ich muss ein bisschen aufpassen, ne? Flash-Q von Rell, also eingeflashter Q von Rell tötet mich. Wahrscheinlich. Jetzt bin ich nicht mehr aufpassen. Explosive. Das war explosive. Wilder Flash von Rell. Aber ich take him. So, diesmal mache ich nicht den gleichen Fehler. Ich werde nie wieder Rapid. Ich werde nie wieder Gale Force bauen. Absolut schrecklich. Absolut ganz, ganz schrecklicher. Ganz schreckliches Item. Mein Team scheint auch winning zu sein. Ich habe ein bisschen Angst vor Yi. Weiß gar nicht warum.
Wart wahrscheinlich nicht so sehr von uns jetzt hier, oder? Die Stacks sind leider ausgelaufen. Und wir haben halt einfach auch Weakside gefightet, was übel bad ist. So, gibt jetzt noch einen Engel, wo die Ash mich arrowt und der Yi mich runterrennt. Das will ich nie tun, oder? Es gibt auch einen Engel, wo ich die Ash runterrenne. Aber das will ich nie tun, oder? Jetzt musste Daisy sterben. Oh nein. Okay. Wie kann ich gegen sowas verlieren, Mann? Ist Daisy keine Blümchen? Wait. Wie heißt doch Daisy oder nicht? Daisy auf Englisch? Nö. Das ist Daisy. Das ist Daisy. Da bin ich sicher, dass das Daisy ist. Ich kann euch ja nicht meine Daisy kaputt machen. Blümchen könnt ihr hören in den 80er, 90er. Und die 2000er. Team? Das ist doch nicht dein Ernst. Ach, das ist ja so langweilig. Das ist so scheiße anti-climatic. Gib mir einen Penta. Ich war komplett im Modus. Irgendwer hat verloren vielleicht, ja. Ich glaube, dem 5-Kill Vladimir diesen Kill auch noch zu geben, war nicht die beste Idee von mir. Aber ich habe auch irgendwie nicht gedacht, dass er noch Flash-Ready hätte. Top-Diff, GG. Da weicht mir Vladimir mal ein bisschen auf. Mann, ey. Gib mir doch einfach mal den scheiß Kill auch. Bitte Dorans für Krittmann verkaufen. Bitte aufhören, so eine Scheiße zu schreiben. At this point hast du wahrscheinlich sogar recht. Aber ich bin ein großer Dorans Fan, weißt du? Dorans ist auch sehr, sehr valuable. Aber in dem Fall ja. In dem Fall bin ich bei dir. Sympathisch, der Yi. Sympathisch. Yis, die so spielen, sind einfach sympathisch. Immer die ganze Zeit schön schwach bleiben. Und Pendulum ist statt Hurricane. Ach, bisschen mehr stacken. Bisschen mehr LXP noch stacken. Ich lasse sie, glaube ich, erstmal den. Ich glaube, ich lasse sie den Vladimir aufweichen, oder? Ich bin erstmal weg. Und gleich wieder da. Da bin ich. Freue ich mich. Ich habe einen Win gemacht. Also nicht nur ich. Ne? Ich möchte mich ja in erster Linie auch bei Braum und bei Ivan bedanken, die es für mich ermöglicht haben. Und auch ein Stück weit bei Rell. Das finde ich persönlich toll.